Geht ab, YouTube. Wickel. Schönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder LS15 auf der Map Hofbergmann zusammen mit dem McManus und den Sachsen Let's Play. Wickel. Hallo. Hast du gesehen, wie dein Anhänger Wickel gemacht hat beim Überladen? Ich habe was abgeändert. Ja. Was? Was habe ich denn gemacht? Jetzt, du sagst jetzt mittlerweile schon einen schönen guten Tag. Oh, hey, hallo, ich habe ja gerade von Wickel erzählt. Ja, dein Anhänger hat die ganze Zeit. Hat er das ignoriert? Du hast dazwischen gequatscht. Dein Anhänger hat Wickel gemacht, während abgeladen habe. Wie die Sprachprioritäten liegen. Was, Randy? Ich hab das siehst du mal, wie bei Ihnen die Sprachprioritäten liegen. Du sagst etwas, ich sag etwas und warte er mal. Greift sofort die Priorität auf, mir zuzuhören. Randy? Kannst du nochmal kurz wiederholen? Ich hab's echt akustisch, ist heute schwer mit dir. Ja, müssen mal die Scheiße aus den Ohren nehmen. Was? Ja, das meine ich. Ich tut mir leid, ich kann nicht vergehen. Ich vergehe nicht. Kann gucken, ob ich kacken bicke? Nö. Aua, hast du gut gespielt. So, Wigge. Ich habe gerade so gesprochen wie so ein Inder, indischer Bauer. Ehrlich? Ja. Kennst du ihn? Ich kenne keinen, ne. Aber ich habe gehört, dass die Kühe dort frei in die Stadt rumrennen. Ja, die sind heilig. Ja. Essen die da überhaupt? Nein. In Indien wird keine Kuh geschlachtet, oder wie? Ja. Mhm. Aber der Fleischkonsum nimmt halt bei denen auch massiv zu, aber halt Hähnchen und alles. Hähnchen? Also Geflügel. Naja. Sicher. Der Strom würde ich tatsächlich einsammeln. Dann sammeln wir mal. Ey. Oder? Ja. Freezy! Ich weiß nicht, was wir im Lager haben. Ja, bitte. Naja, gut, nee, warte mal, das wird leider noch nichts. Weil deine Einstreu, die du die ganze Zeit produziert hast, kommt auch bald zum Einsatz. Ja. Yeah. Die brauchen wir nämlich tatsächlich für die Tiere. Wickel. Ja. Das wusste ich, deswegen habe ich dazu viel gemacht. Nee, wir haben dir gesagt, mach das, was brauchen wir dann später mal. Oder? Hast du es ja. Ach nee, Quatsch, du hast ja die Gülle da immer gemacht, ne? Ja. Ja, wickel. Das darf ich ja nicht mehr. Warum? Nee. Randy hat mir Hausverbot da erteilt. Obwohl in der BGA Massen an Gülle wieder sind, ne? Ja, ich weiß. Oh, Alter, Fusi, überleg doch mal. Wie viel Einstreu das wäre. Alter, ohne Scheißfriesen. Wie viel Einstreu du dir hier durch die Lappen gehen lässt. Nur weil dieser komische Sachse da was sagt. Warum legst du eigentlich, wenn ich etwas sage und dann Randy einfach dazwischen quatscht, die Priorität auf Randys Worte? So hat es ja Randy jedenfalls gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so ist, aber. Wenn du das so machst, möchte ich wissen, warum du das so machst. Liegt das daran, dass ihr euch optisch ähnelt oder an was ist das jetzt? Nee, keine Ahnung. Autorität. Nein. Nochmal bitte. Also nicht, dass das Wort jetzt falsch war, aber das will ich nochmal aus deinem Mund hören. Das ist richtig, Autorität. Du vermittelst, Freezy, eine größere Autorität wie ich. Ja, prinzipiell schon. Aber wer hier das Kommando hat, das wisst ihr doch, oder? Das haben wir. Du nicht. Das hat ja doch der Zuschauer geschrieben letztens in die Kommentare, dass Satino dich noch rumkommandiert. Ja, das ist ja eine Zuschaueransicht, nicht die Realität. Aber du magst es doch, von mir rumkommandiert zu werden. Ja. Vielleicht auf einer anderen Ebene, aber hier nicht. Du bist echt. Ey, nur weil es mit den Weibern nicht klappt, ne, heißt das nicht, dass du hier jetzt den übelsten Gaylord raushängen lassen musst, jedes Mal. Mit der anderen Ebene habe ich jetzt nicht mal die sexuelle gemeint. Ach so. Welche Ebene meinst du da? Wo wirst du gerne rumkommandiert von mir? Also ich kommandiere ja Randy nicht rum, das muss man ja erstmal dazu sagen, es ist jetzt ein bisschen Ironie. Ich sage die Arbeitsebene. Aber, da habe ich mich unterzogen. Genau. Nachher tust du meine Lackschuhe putzen, die brauche ich morgen wieder. Da rotz ich ja straff, Alter, lass noch eine Wurst. Wie du die putzt, ist mir scheißegal, hauptsache die glänzen. Musstest du dir in deinen fetten Arsch treten, bevor ich mal. Du Penner! Kannst du mal in deinen Arsch schießen, das ist ja groß genug. Junge, spit in your face, ey. Hier ist was los. Nee, Spaß. Ja, nee.
Aber Freezy, es beantwortet immer noch die Frage nicht. Ich weiß gar nicht, wann dieser Fall aufgetreten ist. Inter. So, brauchst dich gar nicht rausreden hier. Ja, Randy hat es doch gerade gesagt vorhin. Ja. Ihr beide sagt aber viel, wenn der Tag lang ist. Na, aber da ging's. Ich habe irgendwas gesagt und er hat dazwischen gebrabbelt und dann hieß es. Und dann hat er gesagt, du hörst nur mir zu. Du hörst nur ihm zu, weil er. Ach, ich weiß auch nicht. Wie er es gesagt hat. Es war nur Dünches wieder, aber. Irgendwas hat er ja gesagt. Halt's Maul. Hans Paul heißt mein Opa maximal. Minimal. Weiß nicht. Na, merkst du was? Was merke ich? Ne? Ja, was merke ich denn da jetzt? Ja, merkst du was? Ja, was denn? Ich weiß doch nicht, fass dich einfach mal an. Merkst du was? Na Quatsch, ein Dünsch manchmal, Alter. Wenn du nicht merkst, bist du tot. So. Das stimmt ja nicht. Jetzt könnte man das Ganze ja ausweiten. Warum merkst du denn etwas? Du lebst. Nee, weil du Nerven hast. Die das registrieren. Wärme, Kälte, Berührung, was weiß ich. Und wenn diese Nerven kaputt sind, dann merkst du nichts mehr. Es gibt Leute, die können auf eine kochende heiße Herdplatte fassen. Die Haut verbrutzelt, aber die merken es nicht. Die spüren da keinen Schmerz. So, das heißt ja nicht automatisch die Schlussfolgerung, dass ich tot bin. Macht mein Anhänger hier. Ja, ist ja der Wickel beim Überladen. Der macht. Hör doch mal auf, ey, wir waren doch ganz fertig. Oder ja, ist er leer? Ist noch nicht fertig? Ich wollte Bild hier bloß leer. Meinen Trecker durchswitchen, da bin ich in den Dings gegangen. Wann bist du losgefahren? Freezy? Weil ich Gas geben wollte. Folge. Weißt du wohin? Ich glaube da hinten in das komische Gerät, das habe ich mir gerade schon mal angeguckt. Der Gerät. In der Gerät hast du dir schon mal angeguckt? Der Gerät, ja. Dann lass uns mal in der Gerät entlernen. Der Schutz dann ist auch gemacht. Wiggle. So, jetzt musst du hier rückwärts in der Gerät lernen. Ach da? Ne, ich dachte da vorne in das Rote da. In das Rote, das ist die Kartoffelwaschanlage. So. Wenn du an die Geräte rangehst, zeigt sie auch oben links, falls du F1 aktiviert hast, auch an, was dort reingehört. Oh Gott, du bist auch forsch. Kann ich da nichts rauskippen? Wisst ihr, dass ich heute den ganzen Tag alleine bin, bis Montagabend? Ich kann dir nichts auskippen, Tino, ich weiß nicht warum. Ernsthaft, ja. Das ist ja schon ein Schmittelfilm runtergeladen als Fahrer des Tages. Drei. Drei sogar. Deswegen leckt das hier so. Keine Ahnung, Tino, da kann ich nichts auskippen. Geh mal rein. Da kommt nur abkoppeln. Scheiße, was ist denn das jetzt für ein Dreck? Glaube. Du rein. Hä? Nein. Lichter, Getreideschrot. Eingelagert, Getreideschrot. Getreideschrot. Da entleerst du es ja hier, da wo das Abtankrohr ist. Ja. Und hier ist ja das Ding, wo du es reinhaust, dann wird es geschreddert und dann geht es quasi in das Silo. Ist hier ein Trigger? Gucken wir, ob hier ein Trigger irgendwo ist. Ich guck mal, ob ein Trigger hier irgendwo ist. Das war das Falsche. Kacke. Ein bisschen hinten. Muss halt nicht vielleicht hier so rein? Nee, das sind Kartoffeln. Schon gut. Mission. Hier. Na, was ist das? Nö. Hier ist alles schwarz. Dann erzählen wir jetzt mal, wie wir, ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem Dings ist, mit einem. Mit der Schaufel. Mal hochfahren, die Schaufel holen. Kommst du nicht mit einem Abladesymbol? Nee, deswegen ja. Ja, hat der Fliese nicht gesagt, da kommt noch ein Abladesymbol? Nee. Ich hab gesagt, er hängt nur ab, wenn du gut drückst. Achso, mit einer Schaufel mal probieren. Mal schnell hochfahren, eine holen. Ja, warte. Aber warte mal, komme ich denn mit dem Ding hier überhaupt da rein? Nee, aber wir können in die Schaufel abkippen. Hol mal. Ja, ich bin unterwegs. Lass einen Hänger hier. Ja.
Hat mir extra abgehangen. Hm. Wegen den Kartoffelernte hier. Ne, da ist ja wirklich nichts unter der Map drin. Soll man sagen kann, der Collector ist irgendwo im Verborgenen. Hm, das ist blöd. Der Bunker ist nicht schlecht. Wir sind fertig mit Ansehen. Oh, muss ich gucken, aber auf jeden Fall. Ja, jetzt stehen ja beide Traktoren am ja, Hof. Ja, weil ich sie da abgestellt habe. Aber fertig sein. Ja. Wir sind da oben. Wachstum. Na gut, die Vierer können wir noch abernten, die steht ja nicht schon seit Ewigkeit. Die ist ja wieder komplett am anderen Ende. Ist richtig, aber prinzipiell werden wir fertig werden. Die Silage können wir noch vorher wegbringen, dann könnten wir den Kartoffelernter kaufen und dann spulen. Aber erstmal das Problem hier mit dem Getreideschroter lösen. Sonst Männer? Na, jetzt müssen wir mal gucken hier, ey. Das ist immer so eine Sache dann. Das ist immer so eine Sache. Shit. Warte. Mein Gewicht! Easy, nichts passiert. Mann. So, hol mal. Dem Tanken, den Anhänger, sonst komm ich nicht mehr zurück. Sagst du Bescheid, wenn du wieder oben bist? Ich bin schon oben, ich muss eben tanken. Oben! Ja, unten halt, nicht beim Hof, beim, wenn du da wieder bist, wo man hier Getreide schrot. Sag ich dir. Warum tut sich hier nicht? Wo? Oh, Lärm. Was? Ja. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Was ist das denn, Luftpost oder was? Was? Wo? Hä? Ah, meine Freundin hat mir ja Brief rübergeschmissen. Hast du dir jetzt, was ich dir gesagt habe, aus Japan dieses Plastikmädchen da bestellt? Ja, ja, das ist wunderschön. Dass es am Sonntag kommt. Ja. Moment, Freezy, deine Inge ist nicht da? Den ganzen Tag? Da ist eine Freundin da? Die ist jetzt gerade kurz gekommen, hat mir was gegeben, damit ich das nicht vergesse. Die fällt jetzt gleich los. Die war jetzt bei ihren Eltern, die wohnen hier um der Ecke. Achso, deine Freundin? Meine Freundin, ja. Achso. So. Was machst du dort, Randy? Ja, wieso? Wie auf Ackendorf oder nicht? Oder willst du das eher? Nee, ich würde. Na gut, dann machen wir einfach hier hinfahren. Ja, halt so. So, ja. Ich hatte gesagt, ne? Drauf fahren ist es halt prinzipiell drin. Kann doch nichts passieren. Was hast du denn jetzt gedacht, Tino? Warte mal, deine Freundin ist nicht da. Aber naja, ich hab gedacht, hast du gleich irgendeine andere Schnitte hier eingeladen in die Katakombe. Nee. Nicht, gut. Nicht in den eigenen vier Wänden. Oh lol. Das klingt ja so wie. Egal. Nein, sowas macht man nicht. Du machst gerade Wasserfall. Ich weiß. Also. Warum geht's nicht aus? Nicht draufgeschalten? Jetzt. Okay, so, du bist unterwegs. Haben wir noch einen Anhänger jetzt hier? Nee, ne? Das ist wirklich alles unterwegs. Der ist unterwegs. Freezy ist auch wieder dort. Ja, ich ändere nur eben das Gewicht nach hinten.
könnt rein. Ach, ist das dämlich. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Warum was denn? Ja, wenn wir einen zweiten Traktor brauchen. So. Ja, Freezy. Brauchen wir einen zweiten Traktor. Bring dir einen. Fahr mal den grünen hier noch runter. Welchen? Den hier, wo ich gerade drin sitze? Die Möhre, genau. Wie du willst. Zum Anhängen abkippen reicht's. Das ist geil. Müssen wir sehen, also das ist echt, also wenn wir jetzt was zum Ernten haben, aber also Traktor, ach, das ist einfach. Gut Leute, ob wir es schaffen oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hallo Leute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, lasst ein Like da und schaut bei den anderen zwei vorbei und wir sehen uns zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.